Guten Abend, GEC-Freunde. Heute haben wir da ein interessantes Stück, eine 35-12-17, eine Yellow Rose. Das ist immer eine schöne Schachtel, oder? Die haben wir, das schöne Stück mit gelb eingefärbten Knochen und zwei Klingen. Cooles Teil. Sie teilen sich eine fette Rückenfeder. Drunter wieder schöne Messingplatinen, Neusilberbacken, eine Neusilberrose hier schön drin, Messingpins, schöne Clippoint mit Longpull und wunderschön poliert und Yellow Rose und der Bundesstaat Texas auf der Klinge. Das ist doch nice, mir gefallen diese Klingenformen, dieser Swatch hier. Richtig schön. Cool, ich würde mal sagen, das ist wieder mal sowas Rubrik Sammlermäßig, ne? Cool, die kleine Klinge ist dann noch so eine kleine Schiebwut. Das ist bestimmt so ein praktischer Boxcutter oder zum für feine Schnitte auf einem Untergrund. Was haben wir hier schön? Titusville Ironworks und die Nummer 35-12-17. Was haben wir noch hier Schönes auf der Klinge? Northfield UNXLD, made in USA. Und hier Great Eastern Cutlery, Titusville, Pennsylvania. Ja, ein cooles Knife, wer auf Gelb steht, wenn es mal ein bisschen farbiger sein darf. Yellow Rose. Schönes Messer und ein schönes Abschlussbild hier. Brauchen wir ein bisschen mehr Platz, weil die Klinge hier eben in beide Richtungen rausgeht. So, dass es aber auch nie so hält, wie man es gern hätte, ne? Okay, heute kurz und knapp. Wir sehen uns dann demnächst wieder zu einem nächsten kurzen GEC-Video. Macht's gut, bye bye, schönen Abend.